Ja, moin Leute, ich filme jetzt mal mit meinem neuen Handy. Mal gucken, wie das dann so von der Qualität her ankommt. Ich würde ja dann natürlich weiterhin auch mit meiner Sony-Kamera weiterfilmen. Die kann ich nämlich auf ein Stativ stellen, aber ich wollte mir jetzt mal anschauen, ob man zur Not auch mit dem Handy filmen kann. Vodafone hat uns was zugeschickt. So. Da geht's nämlich schon los. Ich habe nämlich jetzt nur eine Hand zur Verfügung. So, das hier ist nämlich das Kabelmodem, das ich mit euch jetzt mal auspacken möchte. Hier sind noch ein paar wichtige Unterlagen mit drin. So, Post von Vodafone. Hier ist noch mal die Installationsanleitung hier für das Kabelmodem. Und dann ist hier nochmal Reklame, ne? Ja, und hier hinter, da sind noch persönliche Unterlagen, die möchte ich jetzt nicht zeigen. So. Gut. Ja, und zwar haben wir die Fritzbox 6360 Cable abbestellt, weil wir Moment. Ich habe den hier gerade in der Nähe liegen, den Router hier verwenden möchten. Ja, man hat ja jetzt die freie Wahl, dank eines neuen Gesetzes, sein eigenes Endgerät hier zu bestimmen. Das hier ist die Fritzbox 6490 Cable. So, ich denke mal, dass der Einrichtungscode, Aktivierungscode, heute auch per Post gekommen sein dürfte. Ich habe noch nicht dran nachgeschaut. Da steht dann halt dieser Einrichtungscode drin, den man dann auf einer bestimmten Seite, die man bei der Einrichtung mit dem Router ansurfen muss, eingeben muss. Auf dieser Seite bekommt man dann auch die Zugangsdaten für das Telefon, aber nur ein einziges Mal als PDF, also sofort ausdrucken, beziehungsweise so abspeichern, dass das nicht abhanden kommt. Ja, die Einrichtung des Endgeräts ist von Hersteller zu Hersteller auch sehr unterschiedlich oder kann sehr unterschiedlich sein. Deshalb sollte man sich da erst einmal informieren. Aber vor allem ist es eine ganz gute Anlaufstelle, also der Routerhersteller für die Fritzboxen. Da ist das alles ganz gut zusammengetragen worden. Ich verlinke euch das in der Infobox, die Seite, wo man nachschauen kann. Und auf jeden Fall, bevor ihr euer Endgerät dann ja umtauscht, bevor ihr dann euer eigenes Endgerät dann an eurem Kabelanschluss oder DSL-Anschluss einsetzen möchtet, informiert euch auf jeden Fall vorher über die einzelnen Schritte, die da nötig sind, um das Ganze einzurichten. Und druckt euch am besten auch die Anleitung aus, dass ihr die dann während der Installation parat habt, weil ins Internet könnt ihr dann nicht. Ne? Und das kann dann auch bis zu 10 Minuten dauern, bis dann die Fritzbox, die ihr da in eurem Kabelanschluss, in unserem Fall ja die 6490 Cable zum Beispiel, bis die dann die Verbindung hat, das kann bis zu 10 Minuten dauern. Also wenn das nicht gleich hinhauen sollte, immer dran denken, kann bis zu 10 Minuten dauern. So. Okay, hier scheint wohl nichts mehr dahinter zu sein. Ne? Okay. Gut, das ist jetzt leer. Aha, mit WLAN-Option. Ja, gut. Aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich sehe gerade, hier ist noch so ein Aufkleber. Ich muss mal kurz ein Messer holen. Bis gleich. So, weiter geht's. Na gut, mit WLAN-Option. Wir haben aber die 6490 Cable, denn die dürfte definitiv besser sein als dieses Gerät hier. So, aber ich möchte es trotzdem mit euch auspacken. Vodafone sagt jedenfalls, dass man dieses Gerät hier nicht abbestellen kann. Also, dass man nicht einfach sagen kann, nö, ich will das nicht haben, weil ich habe ja hier die Fritzbox 6490 Cable gekauft, die ich da gerne an meinen Anschluss hier einsetzen möchte.
Nö, das geht nicht so einfach, weil Vodafone sagt, wenn da irgendwas nicht mit in Ordnung ist, dann können die das angeblich nur hiermit nachvollziehen. Also im Fehlerfalle geht das dann nur hiermit. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Dass die das dann halt bei Störungen nur mit diesem Gerät hier dann erkennen können. So, mal hier gucken. Da muss man kurz was gucken. Ja, WLAN-Schlüssel steht natürlich auch drauf. Ich lasse das jetzt mal zu, weil wir den ja nicht brauchen. So. Ich muss mal hier was gucken. Ja, okay, das sind jetzt nicht so Daten für euch. Das Ganze nennt sich hier CH7466CE. Das ist halt so ein ja, Dings da Bums, ne? USB 3.0 Anschluss hat es sogar auch schon hier. Dann ist da noch so ein On-Off-Schalter mit dran. Hier, Kabelanschluss. Vier Ethernet-Buchsen, zwei Telefonbuchsen. Gut, so sieht das Teil dann hier aus. Wie gesagt, ich lasse das hier drin, weil, ups, weil wir ja die Fritzbox 6490 Cable haben. So. So, und hier unter der Kladde ist dann noch mal einmal hier das LAN-Kabel für die Einrichtung, ein ganz billiges. Das Netzteil natürlich darf auch nicht fehlen. Das ist hier mit dabei. So. Und hier ist noch ein Telefonadapter. Von einmal RJ11 auf 3TAE-Buchsen, dass man da seine analogen Telefone anschließen kann. Das kann die Fritzbox aber auch. Ja, gut. Dann ist heute, würde ich sagen, Umstellung. Ich weiß nicht, ob das Internet irgendwann heute ausgeschaltet wird, also dass die Fritzbox 6360 Cable dann irgendwann nicht mehr erkannt wird. Ich bin mal gespannt. Ja, gut. Ich hoffe, das war jetzt in Ordnung hier von der Qualität. Ihr könnt ja mal eure Meinung hier unten als Kommentar hinterlassen zu der Qualität meiner Handykamera, ob man das im Notfall auch dann da ja, nutzen kann oder auch mal regulär. So, hier ist jetzt noch die alte Technik, möchte ich euch noch mal kurz zeigen, könnte ein bisschen dunkler sein. Ja, hier ist die Fritzbox 6360 Cable, die wir hinter einem Schrank versteckt haben. Aber der neue Router, der soll dann hier auf den Schuhschrank gestellt werden, dass man den ja noch sehen kann und eben für eine bessere Verbindung dann. Ja, was wollte ich denn noch sagen? Also, dass man dann eine bessere Verbindung zu dem Router aufbauen kann, ne? Weil da dann keine Wände und so weiter im Weg sind. So. Wo geht das dann rein? Genau, also das hier ist das Hauptkabel. Wundert euch nicht über den Staub, man kommt hier sehr schlecht leider rein. Also da geht das Kabel hin. Dann ist da noch für DSL und so weiter, ne? Telefon normal. Braucht man aber nicht, also wir nicht. Da, Spinnenweben habe ich schon an den Händen. Ja. Naja. Hier ist mein Computer mit dran geschlossen und dann irgendein Kabel hiervon geht nach oben zum Dachboden, wo der Medion Okoya ja, P4835D steht, den ich euch vorgestellt hatte. Das kann auch dieses Kabel hier sein. Ich glaube, das zweite hier geht eventuell zum Fernseher, der per LAN-Kabel angeschlossen ist. Und das Blaue, das könnte
der Laptop im Wohnzimmer sein. Ja, das hier ist also noch die Fritzbox 6360 Cable hier von Kabel Deutschland. Da ist der Verteiler, würde ich mal sagen. Genau, also da ist nochmal ein Verstärker mit drin. Ja. Und da ist der Bandsperrfilter, weil wir Fernsehen per Satellit schauen. Das Ding verhindert, dass wir Kabelfernsehen bekommen. Das haben die uns hier mit angeschlossen. So, da ist halt das Eingangskabel hier. Das ist also das Kabel hier, was da nach draußen geht. Das geht dann hier erstmal in den Verstärker. Dann geht das hier weiter. Dann in diese Verteilerbox. Und da ist dann nur der Router hier mit dran. Dann war hier noch ein Kabel dran. Das ging dann irgendwo zu einem Verteiler. Könnte der hier sein, ja. Aber das habe ich abgeschlossen, das Kabel. Ja, und die liegen auch nur noch da hinten rum. Ja, und hier sind dann die Telefone noch dran. Mit einer aufwendigen Adapterkonstruktion hier. Hier sind Telefone hier angeklemmt. Ja, das machen wir aber alles noch schöner. Versprochen. Ich weiß auch nicht, warum wir da so viele Telefone hier angeklemmt haben. Aber ich kümmere mich darum, dass es das alles dann ordentlich gemacht wird. Okay. Ach so, und dann geht das alles da hinten hin. Kann man schlecht sehen. Also hinter den Schuhschrank verschwindet das dann. Und da sind auch die Ausgänge der Verlegerohre, die in den Wänden sind. Da haben wir, ich weiß nicht wie viele, aber ein so ein Hohlwandrohr, das geht dann nach oben bei mir ins Zimmer. Dann geht eins ja, ins Wohnzimmer und dann zum Fernseher noch eins. Ja, auch noch eins zum Dachboden, wo dieser Medion-Okoya-PC ja steht, den wir irgendwo mit einem der vier Kabel dann angeschlossen haben. Ich weiß aber gerade nicht welches. Na gut. Aber der kriegt dann per Kabel Internet. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Ethernet-Kabel zu nutzen, dann würde ich das auch immer bevorzugen, wegen dem geringen Ping. Also der geringen Verzögerungszeit zum Router. WLAN hat er doch eine höhere Verzögerungszeit. Ansonsten könnt ihr natürlich auch WLAN nehmen, ne? Ja gut, irgendwann, wahrscheinlich im Laufe des Tages, wird dieser Router dann abgeschaltet werden. Ja, dann geht der Spaß eher dann los, ne? Gut, aber dann bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einen Daumen nach oben mit einer von Spinnweben besetzten Hand. Ja, und das Teilen sowie Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weitere PC-Videos von mir sehen möchtet.